Also, wo wart ihr? Unter Deck. Was geht denn bitte schon hier vor sich? Ihr habt ihr nicht gemerkt, eine Siedlerin hat angegriffen. Ich habe gemerkt, dass irgendwas vor sich geht, aber bis ich mich aus der Vorratskammer hier raufgekämpft habe, war schon wieder vorbei. Oh, ihr habt euch also einen Mitternachtssnack gegönnt, nur am helllichten Tag. Also ein ganz normales Mittagessen, ja, Boltax? Nein, eins, ja, ist ja auch egal. Und nein, ich habe nur was gezählt. Ist nicht so wichtig. Und ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr schneller. Da legt man sich 5 Minuten hin und... Ich glaub's nicht. Könnt ihr euch wenigstens um die Reparaturarbeiten kümmern? Gucken, ob was eingedrungen ist? Kapitän, wir haben Leck geschlagen. Wurde verkündet. Wir sollten uns schnell darum kümmern, die Pumpe aufbauen. Ja, also kümmert euch darum. Ja, dann stattdessen könnt ihr erkennen, wie Angorashminia die Treppe nach oben stiefelt und dann eben durch eine der Türen wieder nach draußen zu euch tritt. Schlechte Nachrichten. Uns fehlt Holz. Wir müssen tatsächlich. Da liegt auch dieses Maras, diese Talucke. Können wir die benutzen? Natürlich. So schnell wie möglich am besten. Dass wir irgendwie die ranziehen und dann können wir das Schiff ausschlachten. Ich meine, so kaputt wie es ist. Lahalkasch und so weiter leitet unten alles an. Die Zimmermänner und Frauen sind auch alle da. Aber uns fehlt, wie gesagt, Holz. Die Pumpen sind bereits verlegt und das dauert alles ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Gut, zieht das Schiff an uns heran. Wir nähern uns hier. Wir brauchen grob, ich sag mal, 2 Stunden für die Reparaturen. Wir müssen auf alle Fälle hier bleiben. Wir können jetzt nicht direkt weiter segeln. Boah, zum Glück habe ich sie schlafen gelegt. Stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn sie wirklich ihren Griff um das ganze Schiff geschlungen hätte. Oh, da schlackern mir die Ohren. Verdammt, ich hoffe, dieser Seeschlangen-Leibkadaver lockt keine weiteren Schlangen an, was Schlimmeres. Kapitän, wir haben vielleicht, und ich weiß nicht, ob ich es Problem nennen soll, aber die Raskana haben gesagt, sie haben der Arche gefolgt. Die scheint wohl hier untergetaucht zu sein. Vielleicht sind wir auch da, wo wir... Ja, vielleicht haben wir unser Ziel ja schon erreicht. Kohlrab? Ja, ich stehe neben euch, schreit nicht so. Oh, da seht ihr. Könnt ihr überprüfen, ob wir schon in der Nähe der Kraftlinie sind? Ja, das kann ich tun, aber ich glaube, dort drüben ist Saphira gerade aus ihrer Rahmengestalt wieder gelandet. Frag doch einfach sie. Ah, Saphira. Na, habt ihr fertig gespielt mit der Schlange? Ja, spielen könnte man das auch nennen. Wo wart ihr? Jede gute Schlange haben wir sie erschlagen. Also ist nicht, dass es gute Schlangen gibt. Warum habt ihr nicht geholfen? Ich habe mich um wichtige Dinge gekümmert. Ihr habt das ganz gut gemacht. Wichtige Dinge. Möchtet ihr nun wissen, ob wir hier richtig sind? Oder möchtet ihr weiterfahren, sinnlos durch die Gegend suchen und dann wieder hierher zurückkommen? Sind wir hier richtig? Ja, tatsächlich. Ihr habt die Stelle gefunden. Wunderbar. Nun, dann lass uns hier Anker werfen. Ist das tief genug hier? Keine Ahnung. Ja, Kapitän, wenn wir das andere Schiff an uns ranziehen, werden wir uns eh nicht mehr viel bewegen. Nun gut. Können Sie sehen, wie Van der Gornich wieder über die Bordwand klettert und den anderen die Dukatengardisten wieder nach oben zieht, der aber bewusstlos ist und noch ein bisschen prustet, als ihm Gornich dann seine riesige Faust auf die Brust trommert. Ja, gut gemacht, Gornach. Gut gemacht, Gornach. Kapitän, ich denke, bei den Söldnern dürfen wir dann keine Verluste haben. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen von den Harvest-Jungen erwischt hat, als die Schlange das Schiff umwickelt hat. Müssen wir mal unter der Schlange gucken. Ja. Nun, Haswolf leistet die Aufbauarbeiten ein. Sorgt dafür, dass Angorashminia alles hat, was sie braucht. Abenteuer. Nun, wie sollt ihr uns fertig machen? Lass die Beiboote wieder zu Wasser! Zieht das Schiff ran! Oh, gehen wir jetzt tauchen? Sieht wohl so aus. Oh, Mira, mein Schatz, oh, bist du endlich aus deiner Kajüte raus. Mira, wir müssen jetzt gleich einen Trank trinken. Der wird dir vielleicht nicht schmecken, aber wir müssen ihn trotzdem trinken. Ja, ich weiß. Ja, ja.
Mira stiefelt einmal an euch vorbei, drückt dann Miriam und Saphira so ein bisschen zur Seite, auch Jalan so ein bisschen mit dem riesigen Körper und trappt dann auf das Hauptdeck des Schiffes und beginnt bei der Seeschlange zu fressen. Oh, ist sie nicht niedlich? Oh, schaut mal, sie hat eine Schuppe rausgerissen. Oh. Wir wissen nicht, ob das Fleisch giftig ist. Sie wird es ja nicht essen, wenn es giftig ist. Nun gut, ist euer Tier. Ach. Bitte so, aber ja. Mir. Hinterher wissen wir es auf jeden Fall. Nun, ist jemand verletzt noch weiter? Bei mir ist alles gut. Wollen wir dann jetzt hier gleich los? Dann würde ich gleich nochmal mich an die Götter wenden. Ja, wir sollten uns alle vorbereiten. Boltax, ja. Ich habe noch etwas Astralrank unter Deck. Oh. Wir benötigen sicherlich etwas. Wenn ihr noch etwas von uns benötigt, dann wir sind in der Kajüte. Aber wäre es jetzt schon opportun, ihn zu trinken? Ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, ich habe ein bisschen gezaubert, einen Blitz und einen Somnigravis. Aber jetzt noch nicht die maximale Kraft verbraucht, die ich hätte verbrauchen können. Nun gut, das ist eure Entscheidung. Ich habe es euch angeboten. Vielleicht sollten wir ihn mitnehmen. Wie wollt ihr unter Wasser einen Trank trinken? Naja, eine gute Idee. Das weiß ich nicht. Vielleicht. In der Küche gibt es doch so etwas, womit man Bratensoße in Braten hineinbefördert. Ja, und? Das nehmen wir mit und befördern damit den Trank in mich hinein, falls es sein muss. Eine Bratensoßenspritze. Ihr wisst schon, dass ihr vollständig von Wasser umgeben seid. Ja. Und? Wo ist das Problem? Macht, was ihr wollt, aber ich denke, das wird nicht funktionieren. Boltax, ich denke auch, du solltest so kampfbereit sein wie möglich da unten. Trink es lieber jetzt. Wir werden da unten keine Zeit haben. Dann würde ich es eben jetzt trinken, auch wenn es eine Verschwendung ist. Ja, und dann stiefel ich in Arvinis Kajüte oder wo auch immer er den Trank hat. Und ist auch so, ey. Gonner, ja. Was gibt's denn? Du guckst dich kurz um. Nee, es ist nicht Gonner. Der hat wohl den Dukatengardisten gerade in die Krankenstation gebracht. Du kannst sehen, wie es da wohl Trak von Kekar ist. Stierkopf-Schamane sagt, er kann Boot reparieren. Das ist gut. Er ruft einen Waldgeist an. Und der repariert. Wenn du wollen. Ja, das ist eine gute Idee. Mach das mit Angroschmina aus. Die hübscheste Frau hier auf Deck. Du kennst kleine sie. Bartmurmlerin, ja. Ja, genau. Sie gibt Anweisung und Stierkopf-Schamane macht das dann am besten so. Sie versteht viel von Schiffen und Bauen und so. Ist mir zu kompliziert, ich frag Raffaeben. Ja. Raffaeben. Ja, was wollt ihr? Stierkopf-Schamane sagt, er kann ein Schiff reparieren. Ein Boot. Soll er das machen? Das ist gut. Kapitän. Ich bin in der Kabine bei mir. Oh, meine Fresse, ist der schon wieder weggelaufen. Warte mal eine Minute. Schafft in die Kajüte hinterher. Abel, mir, wo seid ihr denn? Hier. Ihr braucht euch doch nicht vor mir zu verstecken. Die Tür wird wieder aufgedrückt. Abel, mir. Was ist denn? Der Stierkopf-Schamane sagt, er kann das Schiff reparieren, wenn er die Waldgeister anruft. Traut ihr ihm? Natürlich. Legt ihr eure Hand für ihn ins Feuer? Ja. Dann macht das. Wortwörtlich sogar. Ab und zu ja, aber es ist auch ein witziges Spiel. Wir legen auch deine Hand ins Feuer für ihn. Ihr seid für ihn verantwortlich und für seine Taten. Du bist verantwortlich, du bist der Kapitän. Das hast du jetzt aber schnell gelernt, hier von diesem kleinen Torwaller da. Macht, was ihr machen müsst. Wenn es hilft, hilft es. Wenn nicht, werden wir euch zur Verantwortung ziehen. Ihr Kopfschamane, fang an! Kapitän, ich würde... Macht euch bereit, ich lecke auch schon meine Rüstung ab. Wir sollten gleich tauchen. Ja. Ich würde mir auch dann alles ablegen, was ich... Außer meine Waffen natürlich. Und noch diesen einen Trank nehmen. Und einen Trank für Boltax mitnehmen. Ja.
würde dann auch den Trank nehmen und gleich auch trinken, aber davor würde ich gerne noch etwas in meinen Stab sprechen. Und weil das eben schon so gut geklappt hat und mein Stab ja komplett leer ist, würde ich gerne Somnigravis in der Ohnmachtsvariante in den Stab sprechen. Und zwar gegen eine MR von 13. Wie kommst du auf 13? Einfach nur so, oder? Einfach nur so, genau. Und ich würde den noch mit einer Spurmord wieder versehen und eins runtergehen, also erzwingen eins reinlegen. Also so, dass ich insgesamt nur eine 12 schaffen muss. Okay. Schauen wir. Das sieht sehr gut aus. Ja. Gegen die 13. Genau. Ich würde ebenfalls ein Attributo einsprechen, den Zauberstab gewürfelt gegen mich. Das hat mir schon vorher ausgewürfelt. Und ja, jetzt ausführen. Körperkraft. Das ist nicht eine spontane Modifikation, wenn man auf selbst sprechen will, den Attributo? Oder verwechsel ich gerade den Zauber? Ein Attributo ist verlängerte Wirkungsdauer. Dann hatte ich gesagt, Zeit lassen und Reichweite verkürzen auf selbst. Ah, okay, ja, gut. Ja, alles ja, da, was wurde im Vorfeld schon ausgewürfelt, auf Körperkraft, genau. Kannst also nicht mehr auf andere Attribute ausweichen oder dann andere Ziele ansagen. Steigerung oder nochmal? Und dann würde ich wieder den Zaubertrank C trinken. Zaubertrank, okay. 3B6, ne? Genau. Ja, dann trinke ich meinen jetzt auch. Gut, dann die Aufräumarbeiten gehen natürlich Hand in Hand. Die Handwerker sind auf alle Fälle viel jetzt damit beschäftigt, das Wasser aus dem Schiff wieder zu bekommen und die Wände dann wieder zu stabilisieren. Die Matrosen, vor allem die Mannschafter dann von Cordovan, werden das Schiff weiter versuchen ranzuziehen. Und ihr könnt erkennen, wie dann der Stierkopf-Schaman mit einem Blutritual anfängt, wo die Trollzacker unterstützen und dann eben jeweils jeder Blut spendet in einen großen Ritualkreis. Sodass dann nach kurzer Zeit ein Humus-Elementar gerufen wird aus dem Blut und den Überresten des Schiffes, der Talucke, der dann bei dem Ausbau weiterhilft. Ihr könnt erkennen, dass der maraskanische Waldgeist pervertiert aussieht, aber den Befehlen vom Stierkopf-Schaman gehorcht. Ihr wisst nicht genau, ob es daran liegt, dass das das Holz von den Maraskanern ist oder das Blut der Trollzacker oder die Umgebung der blutigen See, aber der Waldgeist sieht unnatürlich chaotisch aus, tut aber wie gesagt all das, was er tun soll und repariert dann eben weiterhin das Schiff. Okay, dann weitere Dinge, die tun wir. Zulangen. Ich habe gerade noch Regeneration gewürfelt, weil ich ja zwischenzeitlich geschlafen habe. Das war hoffentlich okay? Ja, genau. Wir hatten 8 Stunden. Dementsprechend bist du eine Regenerationsphase später. Welches Datum haben wir? Den 18. Rondra. 18. Rondra. Und wir haben eigentlich noch keinen Kammer. Gut, also ich habe dann nichts Bestimmtes mehr vor, sondern würde schauen, dass ich mich auf den bevorstehenden Tauchgang vorbereite. Olmi hatte den Zaubertrank getrunken, Poltax, Diamantes, hast du noch was vor? Nein, ich lege meine ganzen Sachen ab, ziehe meine Rüstung nochmal zurecht und bereite mich dann auch vor, schaue über Bord, wie der Rest der Seeschlamm langsam runtergleitet oder ob es am Fisch, wenn es am Schiff festgemacht wurde, wie es da hängt. Rafim? Rafim würde nochmal ein Blutritual durchführen und zwar das schwarze Fell. Dafür würde Rafim auch auf die mitten auf das Schiff treten, auf eins der Decks. Rafim hat sich inzwischen auch nur noch mit einer Hose bekleidet, zieht sein Ritual durch. Den sich durch den eigenen Arm und immer wieder mitleidloser. Heute werden deine Schuppen benötigt. Dein schwarzes Fell soll uns segnen. Deine schützenden Arme sollst du um uns legen, auf dass wir unsere Arme um ihre Hälse legen und sie brechen, auf dass sie alle sterben. Und dann würfel ich meine Theorie. Ja,
Das ist, brauchen wir, glaube ich, keine Modifikatoren ausrechnen. Das macht keinen Unterschied. Mache mir ein... Das möchte ich neu würfeln. Ja. Ich mache mir... Ah, bringt gar nichts. Schade. Ich mache mir selber 1W1 plus... oder plus 2 Schaden. Ich muss eben nachschauen. Und der wird dann verdoppelt als Rüstungsschutz. Ich schaue es eben nach. Ja, alles klar. Rafim Jalan, möchtest du noch was tun? Und dann wird sich, glaube ich, aus dem Gewusel an Deck relativ raushalten, weil Abelmir ist hier und scheint es im Griff zu haben und er ist ja nicht so der Handwerker. Und sich in die Kapelle zurückziehen und seine Götter um, ja, hast Hilfe, zumindest um Beistand anbieten. Aka, er macht vor allem einen Glückssegen. Einen Glückssegen auf dich selber? Ja, er ist dann gerade 1 von 0 auf. Mhm, kostet dich dann 2 Karma, weil du Fex geweiht hast? Kostet mich dann 5 Karma, weil ich ihn ja aufgestuft habe. Also. Und, bei mir lag eine 20. Okay. Das wären dann... Lass es plus minus 3 Punkte sein, das sind Meta, wären dann nämlich etwa 10 Stunden Wirkungsdauer. Ich denke, das reicht. 10 Stunden? Merken uns. Wir gehen von Spiel, von... Ja doch, von Spielrunden auf Stunden drauf. RKP-Stern. Gut. Möchte Saphira noch was tun? Sie würde ihre Schwester suchen und ihr dann einige von den Kajubo-Bären geben, weil die uns beim Tauchen helfen sollen. Ah, sehr gut, du hast dran gedacht. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das was wird. Weißt du, wie lange die halten? Ich verstehe den doch immer so schlecht, der uns die Bären verkauft. Ich weiß nicht... Nee, ich mag den nicht. Ich habe mich mit dem nicht so richtig unterhalten. Keine Ahnung. Wenn ich schmeiß mal eine nach. Ja, okay. Dann wird schon klappen. Ich meine, wir haben die anderen auch dabei. Ja. Ich meine, Orana wird sich ja was gedacht haben, warum sie die dann hier mitgebracht hat. Ich habe das so verstanden, dass das nicht auf Oranas Mist gewachsen ist. Also, ich glaube tatsächlich, Chalvin hat die ausgewählt. Und sie guckt sich so ein bisschen besser um. Ja, ich vertraue Chalvin. Ja, natürlich. Na, und die Bewährungsprobe mit der Seeschlange haben sie ja auch geschafft. Mach dir nicht so viele Sorgen. Zur Not, wir müssen ja nicht am schnellsten schwimmen. Wir müssen nur nicht die langsamsten sein. Zwinkert sie dir zu. Gut, dann fangen wir an. Ich warte noch und schluck die dann kurz bevor es losgeht. Ich weiß nicht genau, was die anderen noch für Vorbereitungen treffen, aber nicht, dass wir dann noch eine halbe Stunde hier oben warten und ich habe schon die Beere gekaut, das ist ja auch blöd. Ich weiß auch nicht, ob man damit dann noch hier oben atmen kann. Also ich würde auch warten, bis wir im Wasser sind, aber ausziehen könnte man sich ja jetzt schon, oder? Ja, sie streift sich ihre Kleidung einfach über die Schultern ab und steht dann einfach nackt auf dem Deck. Das ärgert den Abelmir immer so gut. Ja, das ist natürlich das Beste dran. Sie klatscht sich noch einmal so ein bisschen auf den Hintern. Abelmir, wir sind fertig. Ich sehe schon. Habt ihr keine vernünftigen Kleidung? Abelmir, jetzt starr doch nicht so. Ich starre nicht. Na Gott. Haswolf, sichert uns einen Zahn. Ich bräuchte einen. Etwa armlang müsste reichen. Was hast du dir verdient? Danke. Nun, hier. Boltax, euer Elixier und ich hole mir so eine weitere Tasche. Hier ist dieses, ihr wisst schon was. Das Tauchmittel. Ja. Mit den Vieren mit euch. Ich würde euch ja auch ganz gerne begleiten. Ich habe gehört, dass es unter Wasser geht und vielleicht kann ich euch ja unterstützen. Natürlich, mit euch habe ich gerechnet. Ebenso. Palligan, zu mir! Ja, kurze Zeit später kannst du auch sehen, wie Palligan von einem der Halbmatrosen geholt wurde und dann Maczeska neben euch steht. Wir werden ebenfalls begleiten. Ist das so? Das ist ein Befehl. Das habe ich schon verstanden. Ja, ihr dürft euch freuen. Natürlich ganz aufregend dort unten. Oh. Ihr werdet etwas sehen, was vermutlich kein Mensch seit vielen Jahrhunderten nicht gesehen hat. Tausende. Nun, wer weiß.
Und seid ihr dazu bereit? Oder traut ihr euch nicht? Sie seufzt einfach nur und lässt das so im Raum stehen. Nun, dann nehmt hier diese zwei Lexive. Eins als Reserve, eins, wenn wir anfangen zu tauchen. Falls ihr falls ihr in einen luftleeren Raum kommt oder einen luftgefüllten Raum, verliert diese Elixier ihre Wirkung. Denkt daran. Also nehmen wir jeder noch eins mit, ja? Eins Reserve, genau. Und wie genau funktionieren die? Wir trinken die jetzt einfach. Ohne. Ihr trinkt die und dann könnt ihr Wasser atmen. Boah, das ist doch gar nicht so schwer. Moment, wenn sie an der Luft nicht funktionieren, müssen wir denn erst unter Wasser sein, bevor wir sie trinken? Und ihr könnt sie trinken und dann euren Kopf unter Wasser stecken. Ich denke, ihr könnt eine Sekunde lang die Luft anhalten. Also gut, dann Aviander wird ebenso nach unten treten und dementsprechend würden jetzt Warten auf dem Hüttendeck zum Abtauchen bereit. Hexe, Saphire und Mirjam. Aviander Falkenflug, Hyvilla Marix Fuchsecke, die Großwildjägerin, Marcheska Paligan und die Helden. Habe ich jemanden vergessen? Nein. Ja, dann muss da die beiden Hexen. Und ihr seid euch sicher, ja? Also sicher. Nun, wir sind die Schwestern, die dafür auserkoren worden sind, dort Chalvins Thron zu bewachen. Von Landseite aus. Talan, jetzt seid doch nicht so griesgrämig. Wir haben einen Plan, was wir tun, wenn da unten eine zweite Seeschlange auftaucht, ja? Ja, ich leg sie wieder schlafen. Gut. Hoffen wir aufs Beste. Hasswolf, wir haben das Kommando, bis wir zurückkehren. So verstanden, Kapitän. Wenn mir Götter uns beistehen, wir können es wahrhaftig brauchen. Ach, alles gut. Das kriegen wir schon hin. Ja, macht euch keine Sorgen, Mira kommt mit. Du, Boltags? Ja? Du denkst noch an die Gedankenbilder, nicht, dass wir uns nicht verständigen können? Ich beherrsche die Gedankenbilder, ja, aber ich kann nur empfangen. Ich bin gut darin, sie zu zaubern. Also du kannst mir gerne etwas schicken. Ich persönlich werde dir wahrscheinlich nichts schicken können. Ja, aber solange du dich nicht wehrst, ist alles gut. Nicht, dass ich alles dreimal erzählen muss. Du hast selbstverständlich die Erlaubnis, mir Gedankenbilder zu schicken. Danke. Mutig, Bautax. Mutig. Ach. Sollte ich. Na komm, dann lasst uns endlich tauchen. Ich bin schon ganz gespannt. Na dann, der Letzte im Wasser ist ein alter Stinkstiefel. Kapitän. Was ist? Ich hab gerade die Meldung bekommen. Wir haben ein paar Lot, die nach unten gehen. Wir können hier ankern, aber einige Meter entfernt gibt's wohl ein ziemlich tiefes Cliff, was da nach unten ragt. So wie unsere Matrosen das gesagt haben, haben sie gesehen, dass wohl unten soll wohl sowas liegen. Wir sind uns nicht ganz sicher, was, aber das werdet ihr wohl herausfinden. Die Maraskaner sagten was von einem Wrack. Wir haben sie aber erstmal eingesperrt. Gut, behaltet sie im Auge. Ich traue ihnen noch nicht. Gut, diese Klippe wird vermutlich unser Ziel sein. Viel Erfolg hier und viel Glück. Lasst euch nicht von der Arche fressen. Lasst ihr euch nicht von der Arche fressen. Abenteuer. Ei. Francesca Paligan springt vor euch allen ins Wasser und versinkt in den Fluten. Ihr könnt noch sehen, wie ihre Körperform sich wohl ändert. Ja, ich beiden Elixiere runter, rufe einmal laut Aquasphero und springe dann auch über die Planke.